Set me on fire. Wunderschönen Freunde, sondern herzlich willkommen zu einem aus der Quarantänski-Video. Unser kleines Baby ist Jetlag, noch mitten im Jetlag. Ist am Stissel. Wir haben so ein schlechtes Timing. Also heute war relativ gut. Ich glaube um 11 oder so sind wir aufgestanden. Ne? Ganz kurz zum Frühstück. Aber davor die Tage einfach mal bis 2 Uhr durchgeratzt, Freund. Und sagen, also wir haben volle Breitseite kassiert. Also unter normalen Umständen versuche ich diesen langen Flug durchgängig wach zu bleiben, um dann komplett zerstört abends in dem Zielort, in dem Fall halt Jakarta, einfach tot ins Bett zu fallen, um dann eventuell einigermaßen aufzustehen. Hat nicht funktioniert. Obwohl Dubai war eigentlich ganz gut. Da war ich richtig positiv überrascht und dachte, oh Mensch, funktioniert ja voll gut. Und dann waren wir hier. Vielleicht und Adrenalin sie hat und Vorfreude. Uns einfach auf Trab gehalten. Sie war die erste Nacht einfach mal bis 5 Uhr wach. Ja. Die zweite Nacht bis 4 Uhr. Wollte einfach nicht schlafen. Und dementsprechend waren wir dann auch zerstört. Ne? Sie war hellwach und so sitzt auf meinem Bauch, lächelt mich an und sagt, mal. So, was für ein Mal. Was für ein Mal, in der ich hinhalle. Und jetzt hier, saß sie hier gerade. Ne? Ja. Essen ist noch am Verdauen. Ist sie da weggecrackt auf dem Sofa. Baden, ne? Ihr wart baden zusammen. Ja. Gerade eine Story gemacht, kannst du einblenden. Sie hier einfach eingeratzt. Bevor wir jetzt aber zum eigentlich wichtigen Punkt des Videos überschreiten, und das ist denn der wichtige Punkt dieses Videos? Der kommt gleich, denn es gibt ganz interessante Informationen, die die ganze Quarantäne-Geschichte ein bisschen durcheinander wirbeln könnten. Ja. Natürlich müssen wir erstmal die allerwichtigste Frage klären. Jede Menge Leute hatten das auch in den Kommentaren geschrieben. Ja. Wie konnten wir? Wie konnte dieser Kaffee denn nun bezahlt werden? Na, sehr gute Frage. Ich habe keine Fahrerflucht, beziehungsweise die Zeche habe ich nicht geprellt. Dafür habe ich was anderes geprellt. Am Dubai Airport, die Toilette, aber volle Granate. Nein, mein Ehemann ist dann, als ich gerade aus der Toilette rausgekommen bin, ne? Sie kommt mit dem Wagen und den Koffern um die Ecke. Ich sehe nur so, wie Flaschen und alles hinterhergeworfen werden. Stell dir vor, Alter, den richtiger Ausrast. Den Koffern habe ich ja bei den lieben Deutschen gelassen im Café. Dann habe ich ja gesehen, dass ich die Sprachnachricht gar nicht abgeschickt habe. Bin dann schnell zurück zum Costa gelaufen. Sichtlich erleichtert und dann habe ich schon Qinglong gesehen, wie er um die Ecke Straß mich sucht, voll in Panik, schön am Zittern. Polizei hinterher, am Schießen, nicht so Matrix-mäßig ausgewichen. Na Quatsch. Ja, genau, und dann haben wir schnell bezahlt. Also, ich habe den Polizisten dann gesagt: Ey, ganz ehrlich, entweder ich lasse die Sachen jetzt kurz hier oder ich nehme die mit. Trust me, sie kommt nicht. I come back. Also, wir können jetzt hier noch eine Stunde warten, aber. Irgendwie passiert hier nichts. Sie liest nicht mal die Nachrichten. Sie kommt nicht. Ich könnte das jetzt beschleunigen, indem ich sie ganz kurz abhole. Also, okay, aber nimm deine Sachen mit. So. Er hätte ja auch einfach mitkommen können. Ja, ich habe auch gedacht, was ist mit dem denn los? Erst macht er auf Sirius und dann lässt er mich gehen. Ich denke so, jetzt fliege ich die Drohne. Alter, Tschüssikowski, hat funktioniert. Nee, aber dann, ja, ganz kurz bezahlt und dann ging's los. Mittlerweile wissen wir auch, warum die in Dubai gerade so eine Welle schieben mit den Drohnen. Und zwar ist vor einigen Tagen ein Anschlag über eine Drohne, in Abu Dhabi war das, glaube ich, ne? Ich habe jetzt auch noch keine Details dazu gelesen, aber sehr viele Zuschauer haben das geschrieben. Worden, wo mehrere Leute gestorben sind. Ja. An dieser Stelle auch auf jeden Fall unser herzliches Beileid. So lustig, wie wir natürlich die Story jetzt gestaltet haben, ist es letzten Endes, der Grund dafür ist gar nicht so lustig. Ja. Dann kommst du um die Ecke mit drei Drohnen, weißt du? Ey, dann kann man das natürlich auch verstehen. Und es war ja auch nicht nur ich. Neben mir saßen ja noch andere Leute. Ich alle haben sie die Drohnen abgegeben. Irgendjemand von den Zuschauern hat geschrieben, ah, lag bestimmt an seinen Tattoos, weißt du? So voll tätowierte Hände, da wird er direkt mitgenommen. Den Boy hol mal raus da. Ansonsten kann man vielleicht noch mal kurz hier das wunderschöne Zimmer, was es einmal war. Also bevor wir dieses Projekt Villa Cibo gestartet haben, sind wir ja 4 Jahre durch die Weltgeschichte gereist und wir haben so viele Videos aufgenommen und uns dann jedes Mal gesagt, ey, bevor wir uns jetzt hier niederlassen und alles breittreten und zerstören, lass doch diese Roomshots im sauberen Zustand vorher machen. Ey, wir haben nach Jahren Erfahrung nicht gelernt. Und wir kommen rein und jetzt ist halt wirklich... Ja, jetzt mit dem Kind. Ja, Wucherung sein. Sie macht ja noch viel mehr Chaos. Wir waren ja schon chaotisch mit ihr. Vorbei. Aber in dem letzten Video, als wir reingekommen sind, hast du noch ganz kurz das
Zimmer gezeigt. Da war es noch. Ja, aber ich glaube, da kann man nicht wirklich was erkennen. Ja, aber ich glaube, kann man auch nicht mehr erkennen. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung so, weil ne, die Koffer sind offen und Mila hat überall Access und ihr gesamtes Spielzeug ist hier drin verpackt und da hat sie natürlich jetzt einfach mal alles ausgepackt. Aber liebe Leute, es ist ein wunderschönes Zimmer. Wir haben tatsächlich ein bisschen mehr bezahlt, weil wir ein bisschen mehr Platz haben wollten, damit die Kleine ein bisschen mehr Auslauf hat. Ja, wir haben keinen Balkon, keine frische Luft. Wir sind sehr glücklich und auch das Hotel grundsätzlich macht uns sehr glücklich, weil das Essen ist wahnsinnig gut. Die Leute sind mega korrekt. Welche Leute? Ich sehe hier niemanden. Nein, mit all den Leuten, mit denen man jetzt telefoniert, mit Room Service oder man hat irgendwie ein Problem an der Tür, trifft man auf die, redet ganz kurz. Super nett, sehr hilfsbereit, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und gerade für Veganer und Vegetarier, hier hast du halt auch ein bisschen Auswahl, ne? Was wir halt in dem alten Quarantäne-Hotel, was übrigens genauso teuer war, also das ist ja jetzt nicht günstiger, das ist ja auch nicht teurer. Aber da hatten wir halt gar keine Auswahl und ich bin wirklich picky und pingelig, was Essen angeht. Und mir kam ja dieser Nasi Goreng, der ja nicht einmal lecker war, oder diese das war so die Penne einzige Arrabbiata, Option, was hatten, auch richtig wack war, weil Penne Arrabbiata kann halt auch richtig lecker sein. Ja. Aber war dort einfach nicht lecker. Ja. Das ja, Essen, was wir bisher hier hatten, wir werden auch gleich euch nochmal das Dinner zeigen, was wir für heute bestellt haben. Aber heute unser Mittag könnten genau, oder das einblenden. Mittag könnten wir jetzt hier schon mal einblenden. Das war äußerst Garlic Tofu mit Chili, Reis, lecker. Und ein Sushi-Vorspeise. Du hattest auch Sushi und. Blöd, dass wir jetzt beide Sushi als Vorspeise hatten, ne? Ja, geil. Aber es war so lecker. Nein, schon Sushi in Quarantäne. Ja, sorry, Alter. Daisy, die jetzt auch letzte Woche noch in Quarantäne war, eine Freundin, die gerade auf Bali ist. Sie meinte, weil ich auch noch mit ihr geschrieben habe, ich war noch nicht sicher, welches Hotel ich buchen soll. Und sie meinte noch, ja, das Essen ist ganz okay, kommt hierher. Und jetzt hat sie meine Story gesehen und meinte so, ciao, kann man ja gar nicht vergleichen, euer Essen ist ja übertrieben. Ja, ist von einem anderen Stern. Ist ja schon so Bali-Style, auch schön auf dem Teller angerichtet. Es lohnt sich jedenfalls. Und müssen sagen, das Bett ist famos. Es ist so heavy gemütlich. Quarantäne-Hotel war auch gut. Es war auch gut in dem anderen Hotel, keine Frage, aber dieses... Aber trotzdem schlafen wir gerade dafür, dass das Bett ultra gut ist, schlafen wir irgendwie nicht ultra so gut. Ultra schlecht. Ja gut, da hat das Bett aber nichts mit zu tun. Wir waren jetzt ja einen Monat in Deutschland. Diesen Bett, sorry an meine Schwiegereltern, aber das Bett, was wir halt da haben. Wobei, die Matratze, die haben wir eigentlich organisiert. Ja, weil die andere da drunter noch schlimmer ist. Ne? Ich weiß es nicht. Doch, ich, also schlimmer. Jeden Morgen also, mit Rückenschmerzen aufgewacht. Die ist geil. So. Ja, trotzdem haben wir ganz komische Träume. Kannst ja mal von deinem Traum erzählen. Nee. Dann wird das hier FSK 18 nicht freigeschaltet. Da haben nicht alle überlebt, ey. Das kann ich nur sagen. Gut, auf jeden Fall. Koffer haben wir hier. Ich kann mal einen schönen Ausblick zeigen. Betondschungel. Ja, gestern war voll der krasse Sturm. Ja. Und Gewitter am Start. Heute haben wir nochmal schön den Sessel dort positioniert. Ist er dort eingeweiht. Damit wir mit Mila waren wir ganz lange am Fenster und es ist ja einfach ein Live-Wimmelbuch. Ne? Und wir haben die ganze Zeit beobachtet und sie hat uns erzählt, was sie gesehen hat, Busse gezählt und das war richtig cool. Richtig geil, weil du hast hier zwar keinen großen Blick, aber so einen schmalen zwischen den Hochhäusern da hinten durch. Dann sieht man die Straße. Hier unten ganz auch cool. Die Straßen. Ja, auch hier. Ja, hier ist nicht viel los. Doch, aber da war ja der blaue Bus. Ach, hier war der blaue Bus. Ach so. Der blaue Bus. Wo ist blauer Bus, hat sie gesagt. Wo ist blauer Bus? Damit hatten wir auf jeden Fall 2 Stunden Zeitvertreib mindestens. Ja. Ich erinnere noch, als wir bei der Villa Chibo hochgegangen sind, gesagt, wenn wir zurückkommen, dann kann sie schon sprechen. Ey, sie hat wirklich ein paar Sätze schon drauf, ne? Ja. Sehr viel dazugelernt jetzt innerhalb dieses einen Monats. Was sie auch richtig gut sagen kann, ist, wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wenn wir irgendwo hinfahren und ankommen, sagt sie, wir sind da. Mami ist da. Papi ist da. Hier ist mein Arbeitsplatz. Vollgemüllt. Vollgemüllt. Minibar, alles mit inklusive. Schauen wir hier ganz kurz rein. Badezimmer. Vollgemüllt. Sehr, sehr schön. Oh, hä? Wer haben wir denn doch? Oh, hallo. Hallo. Thank you. Enjoy. Okay, wonderful, thank you so much. Schau mal, wer hat sich denn hier eine Peitsche gegönnt? Oh, Baby, du müsstest mir mal helfen, weil dieser... Das ist ein bisschen laut, der ist hier wach geworden. Ich wollte sie gerade so hinlegen und dann...
Bestes Timing. Ja, wie soll ich helfen? Aber, ja. Ja, deine Pizza ist Kannst, da. Oder? Oha, schafft er es? Ja, der O-Juice steht hier so richtig auf Schiefbär. Peitsch sieht schon mal sehr lecker aus. Jegliches Essen, was hier ankommt, muss mit dieser Plastikfolie abgedeckt sein. Ja, sind Hygienemaßnahmen, ne? Yes. Schau mal, aber die Pizza sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Auch mit Folie. Haben wir hier Leckeres drunter? Ich nehme einfach nur so diesen Sambal. Ich will lieber Ketchup. Der Ketchup ist doch da. Ja, ein bisschen. Das bin oh, ist das dein Dessert? Ja, ein Johnny. Irgendjemand hat gefragt, ob du Johnny heißt. Ja, ich weiß, habe ich auch gelesen. Ich heiße nicht Johnny. Alexander, bitte. Oh, wonderful work. Thank you. Thank Appreciate you. It. Have a good night. Have a good night. Alexander Cheng Lö. Boah, Alter, fast die Nudeln fallen gelassen. Oh, geil! Was machst du jetzt? Essen? Ich meine hier. Hier. Ja. Ja, also ich esse am Arbeitsplatz, hätte ich fast gesagt. Schwierig. Heute. Oh, der Eistee auf Schiefbier. Kannst du das bei uns machen? Alter, direkt Hand ab. Nein, Spaß. Auf jeden Fall werden wir jetzt essen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit jetzt in der Quarantäne, könnten wir auch auf jeden Fall ein saftiges Q&A drehen. Deswegen ballert eure Fragen mit dem Hashtag Team Chibo, Villa Chibo, was waren die Hashtags? Ja, ne? In die Kommentare, dann können wir im nächsten Video ein Q&A für euch drehen. Das erste Mal jetzt lecker Olioalulio. Ole, 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 Nudeln. Geil. Und ein Japanese Potato Salad. Also, ja. Gut. Ist sie schon wieder eingeschlafen? Habe ich gerade mit dem Fuß das Licht ausgemacht. Oh, können wir das nochmal sehen? Das sah so in etwa so aus. Oh, wow. Selbst ist die Frau, ne? Ja, selbst ist der Fuß. So, wir genießen einmal ganz kurz das Essen. Ja, vollgefressen geht es uns jetzt prima. Bis auf, dass ich ein bisschen abgepiept bin. Auf Instagram ist alles gut. Ja, versteht man nicht, ne? Ja, mein Foto wurde einfach gelöscht und ich habe sogar eine Benachrichtigung gekriegt, dass wenn ich das nochmal mache, einfach mein Account von Instagram gelöscht wird. Also ich muss sagen, Instagram, das ist ganz schön frech von euch, ja. Weil es so viele Accounts da draußen gibt, die explizit genau auf dieses Thema anspielen. Ja, wo es wirklich Prostituierte gibt. Mit so krassen Texten, keine Ahnung was. Und wir haben ein schönes ästhetisches Foto von mir gemacht, wo ich zwar nichts anhabe, beziehungsweise man sieht nichts, dass ich was anhabe, aber wer weiß, vielleicht hatte ich ein BH hier an, wo nur die Nippel bedeckt sind und ein Höschen, wo nur hier vorne die Punani bedeckt ist. You never know. Ja, also selbst wenn, es gibt Leute, die sind richtig provokant mit ihren Bildern und auch mit ihren Texten darunter und da wird einfach mal ein feuchter Fluffy drauf gegeben. So, aber das liegt ja wahrscheinlich daran, dass die von der Reichweite her wesentlich stärker sind, die haben einen blauen Haken whatsoever. Ja, aber das ist der Grund, ich habe keinen blauen Haken. Ja. Und andere Leute, die Reichweiten stärker, wo ja die Inhalte auch noch viel mehr Leute erreichen als jetzt meine zum Beispiel, ja. Bei denen ist das okay. Aber ja, muss ich mit leben. Ist halt so, ich bin ein bisschen demotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn nie wieder was kommt. Wenn jetzt nichts mehr kommt, eine kurze Zeit, bis ich mich dann wieder beruhigt habe. Aber Morgen früh alles wieder okay. Das wird ein bisschen länger, die Wunde ist tief. Jetzt kommen wir zu einer etwas anderen traurigen Nachricht. Beziehungsweise man weiß nicht, ob sie traurig ist, aber erst einmal ist sie ja positiv. Die Quarantäne, worum geht's hier? Kannst du mal bitte Klartext sprechen? Die Quarantäne wurde reduziert in Indonesien. Das heißt, die Einreise darf in Zukunft nicht nur über Jakarta und Manado erfolgen, nein, jetzt auch ab dem 4. Februar auf Bali kann man Quarantäne machen und auch nur 5 Tage, das heißt 4 Nächte. Und eigentlich war ja unser Plan, eventuell die Rückreise auf Februar zu verschieben. Dadurch, dass die Zahlen in Deutschland gerade so enorm ansteigen, hatten wir so ein bisschen Angst, okay, wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann eine neue Regelung, dass wenn XY Erkrankte in Deutschland oder in einem Land XY dann nicht ins Land reinkommen. Dann müssen wir 10 Tage Quarantäne, deswegen scheiß drauf, wir machen jetzt einfach die 7 Tage. Die Tickets waren für den 28. Januar gebucht. Ja. Lass uns das eingehen und jetzt sind wir gerade eingecheckt, beziehungsweise vor 3 Tagen. Und am 31. wurde in Indonesien von der Regierung beschlossen, dass die Quarantäne auf 5 Tage reduziert wird, das heißt 4 Nächte. So, und wir dann natürlich auf Clever Bär, auf Smarter Fuchs, wie auch immer, direkt angerufen und gesagt, Moment,
betrifft uns das jetzt auch? Und die haben dann tatsächlich jetzt über 2 Tage aufgeschoben und gesagt, nee, die haben noch kein Announcement Letter von der Regierung erhalten, der es rechtlich macht, dass wir hier nicht sein oder dass wir die Quarantäne verkürzen können. Die ganze Welt weiß schon Bescheid, wir bekommen Nachrichten aus Deutschland, alle wissen schon Bescheid und jetzt heißt es, nee, die haben noch kein Announcement Letter. Naja, aber wir wissen ja auch nicht wirklich, auch im Internet findest du jetzt nicht, okay, am 31. wurde das beschlossen, aber ab wann gilt das? Das findest du nirgendwo. Ich habe zum Beispiel gelesen, ab dem 4. Februar darfst du in Bali Quarantäne machen. Ja. Aber ist das auch erst ab dem 4. Februar die 5-Tage-Regelung gilt? Aber wer weiß, wir bleiben positiv, unser Motto, stay positive, Freunde, ihr wisst Bescheid. Das Blatt kann sich noch wenden. Wäre auf jeden Fall Bombe Bombastico. Nicht, dass die Quarantäne jetzt hier übelst krass ist. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr entspannt. Ja, ich muss aber sagen, ich hatte gestern Abend schon voll die Kopfschmerzen. Heute auch. Ich finde, man merkt richtig, dass du einfach keinen Sauerstoff bekommst. Du kannst weder die Türen hier öffnen, du kannst nicht mit dem Kind kurz mal spazieren gehen. Wir sind in diesem einen Raum plus Badezimmer. Ja. Wir haben jetzt schon 2-mal gebadet. Einmal habe ich mit Mila gebadet, heute hast du mit Mila gebadet. Ja, man fragt sich halt so, warum ist man 3-mal geimpft jetzt, lässt sich jetzt noch boostern, bevor man geht und muss dann trotzdem Quarantäne, macht halt von vorn bis hinten und 7 Tage sowieso gar keinen Sinn. Aber gut, Richtlinie wollen wir nicht verstoßen, sonst wären wir aus dem Land gekickt, das soll ja nicht sein. Ja, it is what it is. Daumen drücken, gebt uns Kraft, dass wir irgendwie noch irgendwas gedreht bekommen. Oh ja, selbst wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ist ja nicht gedreht, aber dass wir vielleicht nicht so ein Pech haben, sondern uns Glück haben. Genau. Wir werden Glück haben. So sieht's aus. Wir sind positiv, wir haben Glück. Es wird schon. Und wenn nicht, dann soll es so sein. Ja. Im nächsten Video kommt dann das Q&A. Liebe Leute, knallt die Kommentare voll. Und ja, freuen wir uns drauf. Und bald geht's in die Villa Chimes. Ich kann es kaum erwarten. Erstmal bewegen wir uns hier nicht weg. Wir bleiben auf diesem Sofa sitzen. Naja, bis morgen früh. Sind ja nur noch ein paar Tage. Sehr positiv wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüssi. Liebe geht raus.